Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mich haben einige Nachrichten erreicht, inwieweit ich vor der zweiten Krebsdiagnose irgendwelche Anzeichen oder Symptome hatte. Und deswegen habe ich mich entschieden, dazu heute ein Video zu machen. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass ich nochmal an Krebs erkranken werde und vor allem nicht mit einer völlig anderen Krebsart. Und deswegen habe ich die Anzeichen, die aufgetreten sind, auch erstmal gar nicht so in Verbindung gebracht. Man geht davon aus, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten jeder Zweite an Krebs erkranken wird. Und ich möchte euch keine Angst machen, aber ich möchte euch dafür sensibilisieren, einfach noch stärker auf mögliche Anzeichen und Symptome zu achten. Leider ist es so, dass man nicht bei allen Krebserkrankungen Anzeichen hat und auch nicht alle Betroffene haben Symptome. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, zusätzlich auch Vorsorgetermine wahrzunehmen. Denn ja, nur wenn eine Krebserkrankung eben sehr früh erkannt wird, hat man eben die bestmöglichen Chancen, auch wieder gesund zu werden. Kurz noch vorweg, solltest du eines dieser nachfolgenden Symptome haben, dann verfall bitte nicht in Panik, denn bei mir war es auf jeden Fall ein Zusammenspiel von verschiedenen Symptomen und es ist einfach dann wichtig, das im Auge zu behalten und gerade eben, wenn mehrere Sachen zusammenkommen, das auch entsprechend abzuklären, aber ein einzelnes Anzeichen kann oft auch einfach ganz andere Ursachen haben. Also bitte erstmal keine Sorge und keine Panik. Eins meiner Symptome war Nachtschweiß. Also ich bin wirklich mitten in der Nacht komplett schweißgebadet aufgewacht und ich habe am Anfang gedacht, dass das vielleicht mit der Antihormontherapie zusammenhängen könnte, die ich eben aufgrund der Brustkrebserkrankung machen muss. 2019 war ich ja an Brustkrebs erkrankt und ich musste dann eine Chemotherapie machen und jetzt auch noch für 10 Jahre eine Antihormontherapie. Und beides hat mich quasi in die künstlichen Wechseljahre versetzt und deswegen ist so Hitzewallungen, gerade dass man auch nachts eben sehr viel schwitzt, eigentlich eine Nebenwirkung dieser beiden Therapien. Das Seltsame war allerdings, dass ich die Hitzewallungen und das nächtliche Schwitzen eben vor allem während der Chemotherapie hatte und dann noch so die ersten 1-2 Jahre ungefähr, als ich mit der Antihormontherapie begonnen habe. Und danach hat sich das eigentlich ganz gut eingependelt. Und deswegen war das ja schon sehr seltsam, dass ich auf einmal eben gerade eben hauptsächlich nachts dann so schweißgebadet war und habe dann erst gedacht, es hängt vielleicht auch jetzt ein bisschen so mit Frühjahr und Sommer zusammen und so und habe halt ja dann natürlich versucht, irgendwie andere Erklärungen für zu finden. Es war aber leider tatsächlich ein Anzeichen der zweiten Krebserkrankung. Ein weiteres Anzeichen war bei mir sehr starke Erschöpfung. Auch da muss ich sagen, dass ich durch die Akuttherapie der ersten Krebserkrankung immer wieder auch so Phasen hatte, in denen ich einfach viel schneller müde war und viel erschöpfter war. Also gerade auch, wenn ich nicht besonders gut geschlafen hatte, dann habe ich mich da ja oft ziemlich durch den Tag geschleppt und deswegen war jetzt das Thema Erschöpfung für mich jetzt erstmal nicht was ganz, ganz Neues. Jetzt war es allerdings so, dass die Erschöpfung tendenziell immer stärker wurde und dass ich mich auch viel öfter immer nachmittags hinlegen musste und auch generell einfach gemerkt habe, dass ich selbst bei den kleinsten Dingen einfach super schnell danach erschöpft war. Eine ganz andere Erschöpfung, als ich sie halt sonst noch so als Nachwirkungen der ersten Akuttherapie kannte. Auch eine stärkere oder plötzlichere Infektanfälligkeit kann ein Anzeichen sein. Also bei mir war es so, dass ich die ganzen letzten Jahre niemals irgendwie krank war, keine Erkältung hatte, keinen Infekt, nichts dergleichen. Also selbst als wir die 12 Monate jetzt auf Weltreise waren, war ich kein einziges Mal krank. Und jetzt war es so, dass ich auf einmal eine sehr, sehr schlimme Erkältung hatte, sehr schlimme Halsschmerzen, Fieber, sehr, sehr starken Husten, also für mich tatsächlich sehr untypisch. Nach all den Jahren fand ich das jetzt also tatsächlich sehr überraschend und sehr ungewöhnlich. Ein Anzeichen kann auch Appetitlosigkeit sein. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich sehr, sehr gerne esse und auch gerne größere Portionen. Das war dann auch irgendwie auffällig, dass ich auf einmal gar nicht mehr so richtig Appetit hatte. Also auch gerade durch eben diese eben beschriebene Erkältung wurde das dann auch immer schlimmer, dass mir eigentlich gar nichts mehr so richtig geschmeckt hat. Dadurch habe ich dann doch relativ schnell an Gewicht verloren. Ich habe das natürlich in erster Linie erstmal mit der Appetitlosigkeit durch die Erkältung auch irgendwie und den Halsschmerzen so in Verbindung gebracht. Wenn ich das so ein bisschen rückblickend mir nochmal ansehe, dann war das auch vorher schon so, dass ich doch immer wieder irgendwie auch ja, relativ schnell an Gewicht verloren habe und das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich gewesen, weil ich durch die Antihormontherapie, die ich ja mache, mich eigentlich eher schwer tue, Gewicht zu verlieren oder ja, das Gewicht dann eher stagniert, war tatsächlich auch eher ungewöhnlich. Ein weiteres Symptom kann Fieber sein. Bei mir ist es normalerweise so, dass ich meine Körpertemperatur nicht messe, also außer ich bin eben wirklich schwer erkältet oder ja, fühle mich einfach irgendwie fiebrig. Nun hatte
hatte ich allerdings nicht nur bei der Erkältung Fieber, sondern auch noch im Anschluss an die Biopsie. Also da war die Biopsie schon einige Tage überstanden und ich habe mich aber trotzdem noch wahnsinnig müde und erschöpft gefühlt und habe einfach mal zur Sicherheit Fieber gemessen und war dann sehr überrascht, weil ich mich gar nicht fiebrig und dergleichen gefühlt habe, dass ich doch ja so 38,5 und auch immer noch mal ein bisschen höher dann an Fieber hatte. Später ging das Fieber dann auch wieder runter. Allerdings war es sehr auffällig, dass ich danach also nie wieder bei 37 gelandet bin, sondern immer eine leicht erhöhte Temperatur hatte. Also was ich so auch gar nicht für mich selber gemerkt oder wahrgenommen habe. Deswegen habe ich da eben auch überlegt, wie weit es eben auch sein kann, dass ich eben schon vor der Biopsie und vor der Erkältung auch immer schon eine leicht erhöhte Temperatur hatte, ohne das jetzt eben entsprechend wahrzunehmen und dann ja in dem anderen Zusammenhang dann auch nochmal richtig Fieber dann dazu kam. Auch mit Hilfe der Blutwerte kann man gegebenenfalls eine Krebserkrankung aufspüren. Also besonders hilfreich ist da unter Umständen auch die Bestimmung gewisser Tumormarker. Bei mir wurde im Zusammenhang mit dem Fieber nach der Biopsie dann ein sehr umfangreiches Blutbild gemacht, auch eben um auszuschließen, dass ich mir durch die Biopsie vielleicht eine Infektion zugezogen habe oder eben womöglich sogar eine Blutvergiftung. Ich muss dazu sagen, dass ich noch nie so ein schlimmes Blutbild hatte. Also nicht mal zu Chemozeiten sahen meine Blutwerte so aus. Sehr auffällig war ein sehr hoher Entzündungswert, der CRP, so dass man zuerst tatsächlich gedacht hat, dass ich vielleicht eben eine Blutvergiftung habe. Es konnte dann aber herausgefunden werden, dass eben gerade Weichteilsarkome da eben ja diesen CRP sehr in die Höhe treiben und in der Zusammenschau eben mit den anderen Blutwerten hat man dann eben gesehen, dass es eben keine Blutvergiftung ist, sondern dass das eben mit dem Weichteilsarkom zusammenhängt. Kurz eine Anmerkung zu dem CRP. Also man muss das halt, wie gesagt, immer im Zusammenhang beurteilen. Wenn der jetzt alleine einfach nur erhöht wäre, dann ja, kann der eben auch mit einer starken Infektion zusammenhängen oder auch bei einer rheumatischen Erkrankung ist der auch öfter dann eben entsprechend erhöht. Auch die Blutwerte, die mit dem Immunsystem in Verbindung stehen, waren ja letztlich ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Also die weißen Blutkörperchen waren erhöht, die roten Blutkörperchen waren zu niedrig, die Lymphozyten, die für die Immunabwehr zuständig sind, die waren auch zu niedrig. Leberwerte waren erhöht. Auch hat das Weichteilsarkom wohl auch meinen Eisenwert ziemlich aufgefuttert und auch ein Langzeitzuckerwert war erhöht. Also ich habe noch nie irgendwie Probleme mit dem Blutzucker gehabt. Es war auch tatsächlich sehr ungewöhnlich. Je stärker also letztlich das Sarkom gewachsen ist, desto mehr Beschwerden und Symptome kamen einfach dazu und letztlich auch dann ersichtlich in den Blutwerten. Bei Sarkomen ist es leider so, dass sie oft sehr spät entdeckt werden oder oft eben auch für was anderes gehalten werden. Also so letztlich ja auch in meinem Falle. Bei mir war es so, dass man bei dem Weichteilsarkom auch am Anfang vermuten konnte, dass es ein Muskelfaserriss oder Muskelriss mit einem Bluterguss ist. Und zwar war es so, dass ich ja nach einem langen Tag am Computer mir abends dachte, ich muss noch ein bisschen den Rücken bewegen und den Rücken noch ein bisschen dehnen und hatte mir dann meine Isomatte ausgerollt. Ja, war gerade dabei zu starten, als es einen sehr, sehr lauten Knall in der Muskulatur neben meiner Wirbelsäule gegeben hat. Und ich habe im ersten Moment gedacht, naja, vielleicht habe ich mir auch irgendwas blockiert oder vielleicht sogar auch eine Blockade gelöst. Also ich habe öfter mal so leichte Blockaden in der Wirbelsäule und habe das halt ja damit zuerst in Verbindung gebracht. Am nächsten Morgen war dann neben der Lendenwirbelsäule eine große Schwellung, eine große Beule. Und ich habe im ersten Moment gedacht, dass ich mir da vielleicht irgendwas mit dem Muskel eben gerissen habe oder dass das durch eine Blockade gekommen ist. Und ich war dann beim Orthopäden und es wurde auch ein MRT gemacht. Und da sah es eigentlich auch durchaus recht typisch für einen Muskelriss mit einem Bluterguss aus. Also eben auch im Zusammenhang mit dem ganzen Ablauf, wie es passiert ist, hätte ich da nie daran gedacht, dass da ein ja bösartiger Tumor vorhanden sein könnte. Also gerade, weil es ja auch so letztlich irgendwie über Nacht gekommen ist. Das Ganze wurde dann weiter im Ultraschall beobachtet. Leider ist die Beule nicht kleiner geworden und ja auch irgendwie fester, was an sich auch erstmal nicht ungewöhnlich ist, denn auch ein Bluterguss kann sich verkapseln und verhärten und dann dauert es einfach seine Zeit, bis das vom Körper dann wieder abgebaut wird. Die Beule hat sich dann doch immer mehr verändert und fing dann auch irgendwie an, größer zu werden und dann habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das weiter abklären zu lassen. Leider ist da nochmal sehr, sehr viel Zeit auch verstrichen, bis ich da die einzelnen Termine bekommen habe, bis dann die Biopsie gemacht wurde, bis dann der histologische Befund da war und dann ja kamen die Diagnose undifferenziertes pleomorphes Weichteilsarkom, sehr aggressiv und ja, den Rest der Geschichte kennt ihr ja.
Ich möchte euch auch noch kurz berichten, was meine Symptome damals bei der Brustkrebserkrankung waren. Also hauptsächlich war das da tatsächlich auch eine sehr, sehr starke Müdigkeit und Erschöpfung. Ansonsten hatte ich da tatsächlich keine anderen Symptome. Und diese Müdigkeit haben sowohl ich als auch die Ärzte dann teilweise eben mit meiner Arbeit in Verbindung gebracht. Ich habe zu dem Zeitpunkt 60 bis 80 Stunden in der Woche gearbeitet und hatte auch noch sehr viel privat um die Ohren und habe das dann versucht, irgendwie beim Arzt abklären zu lassen, warum ich ja einfach immer stärkere Müdigkeit und Erschöpfung habe, und wurde aber ganz schnell einfach dann auch abgetan und mit meiner Arbeitssituation in Verbindung gebracht. Ich hatte dann einen Knoten in meiner Brust getastet und bin damit dann zum Arzt gegangen, bin aber auch leider ja sehr lange nicht ernst genommen worden. Also der erste Gynäkologe hat noch dann zu mir gesagt, da war ich gerade 39, Mädel, entspann dich, so jung bekommt man noch keinen Krebs. Ich bin tatsächlich rückblickend sehr froh, dass ich das weiter in Angriff genommen habe, das abklären zu lassen und da am Ball geblieben bin, denn sonst wäre die Krebsdiagnose nicht so früh festgestellt worden und unter Umständen hätte der Krebs dann schon gestreut. Deswegen möchte ich euch wirklich ans Herz legen, dass ihr regelmäßig eure Brust abtastet, also am besten einmal im Monat, denn ja, nur wenn man das regelmäßig macht, dann ist man auch in der Lage, wirklich die kleinsten Veränderungen aufzuspüren. Geht regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen und achtet eben vor allem ja auf Anzeichen und Symptome eures Körpers, und wenn euch da irgendwas seltsam vorkommt, dann lasst es abklären, und vor allem, wenn ihr da ein ungutes Gefühl habt, dann bleibt da auch bitte am Ball, denn nicht nur ich, sondern auch viele andere Betroffene haben leider die Erfahrung gemacht, dass man auch ganz oft abgewimmelt wird, also gerade auch noch, ja, wenn man etwas jünger ist, dass das dann nicht ernst genommen wird, und es ist aber super wichtig, da am Ball zu bleiben, denn ja, wenn eine Krebserkrankung sehr zeitig entdeckt wird, hat man eben da wirklich die besten Chancen, auch wieder gesund zu werden. In diesem Sinne, passt auf euch auf, genießt vor allem das Leben, und ja, wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch sehr gerne meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, um immer über alle Neuigkeiten hier informiert zu werden.